Unsere New Yorker Insiderin ist die 26-jährige Ishita. Vor 5 Jahren hat sie ein Jobangebot im Big Apple bekommen. Wie tausende andere jedes Jahr hat Ishita den Sprung gewagt. In die größte und chaotischste Stadt der USA. New York ist wie eine strenge Mutter. Man kommt hier an und die Stadt ist erstmal sehr schwierig. Man macht total viele Fehler. Doch Ishita hat gelernt, wie man in dieser Stadt zurechtkommt und wird uns 5 Dinge zeigen, die ihr dabei helfen, sich durch den Großstadtdschungel zu schlagen. Und so viel schon mal vorweg. Es sind nicht unbedingt die Sachen, die man erwartet. Wie die meisten der 8,4 Millionen Einwohner lebt Ishita nicht in Manhattan, sondern in Queens, dem größten New Yorker Stadtteil. Vor einem halben Jahr ist sie aus einer WG in der Nähe in ihr eigenes Apartment gezogen. Kommt rein, das ist meine Wohnung. New York hat die teuersten Mieten der westlichen Welt, doch Ishita hat ein echtes Schnäppchen gefunden. 30 Quadratmeter für $1.300 warm. Weniger als die Hälfte des normalen Marktpreises. Wie hat sie das geschafft? Ein Freund von mir wohnt in dem Haus. Er wusste, dass ich auf Wohnungssuche war. Er hat mich angerufen, weil sein Nachbar gestorben war. Es gab eine Polizeiuntersuchung, denn die Leiche lag offenbar sehr lange in der Wohnung. Ishita sagte trotzdem sofort zu, denn die Mietwohnung ist eine von wenigen Tausenden, die einen Mietendeckel haben. Es wird nie teurer werden. Ich habe mit meiner Mama gesprochen. Sie riet mir, vor dem Einzug eine Geisteraustreibung zu machen. Keine Geister also, das ist schon mal gut. Aber wie in fast jeder Wohnung in New York gibt es sehr wenig Platz. Die Miniküche benutzt Ishita nur selten zum Kochen. Niemand hat groß Platz daheim, also geht man aus. Ich treffe mich meist mit meinen Freunden zum Essen. Wie viele andere New Yorker funktioniert sie ihre Küche deshalb kurzerhand um. Unser Ding Nummer 1 in New York, die Küchengarderobe. Hier unten sind Reinigungssachen. Aber ich habe auch Klamotten eingeräumt, die ich nicht so oft anziehe. Ich habe keinen Dachboden oder keine Garage, wo ich Sachen unterbringen kann. Und dasselbe mit den Schuhen. Die sind hier drin. Ich benutze meinen Ofen ja nicht. In New York muss man eben kreativ sein. Was es in der Wohnung nicht gibt, eine Waschmaschine. Ein echter Luxusartikel hier. Nur in neueren Gebäuden gibt es einen Anschluss. Im Altbau heißt es, woanders waschen. Das ist mein Wäschebeutel. Unser Ding Nummer 2, der Wäschebeutel. Denn echte New Yorker waschen im Waschsalon. Und der befindet sich bei Ishita praktischerweise direkt unten im Haus. Meist wäscht sie selbst mit den Münzmaschinen, aber heute will sie mit uns noch nach Manhattan und Freunde treffen. Also gibt sie ihren Wäschebeutel einfach ab. Da kommst du auf $9.75. Gibt's was Besonderes? Da sind Workout-Klamotten dabei. Die hängen wir auf. Die schrumpfen sonst im Trockner und nehmen Schaden. Bitte, dann sehen wir uns morgen. Danke. Einfach abgeben und gewaschen sowie gefaltet am nächsten Tag wieder abholen. Ein Service, den sich in New York nicht nur Großverdiener gönnen. Viele arbeiten in der Innenstadt. Sie sind beschäftigt und haben keine Zeit für Wäsche. Außerdem hassen die meisten Leute vor allem eines, ihre Klamotten zu falten. Wir machen das. Wir werden dafür bezahlt und alle sind zufrieden. An ihrem freien Tag geht's für Ishita weiter zum Einkaufen. Denn neben der Wäscherei gibt es noch einen Laden, ohne den die New Yorker verloren wären. Unser Ding Nummer 3, die Bodega.
Was bei uns die Tankstelle ist, in New York der Tante-Emma-Laden an der Ecke. Und zwar wirklich an fast jeder Ecke. In der Stadt gibt es über 8000 Bodegas, auch Dailies genannt, die rund um die Uhr aufhaben. Hier gibt es vor allem Basics, Haushaltsartikel, Fertigessen, Süßigkeiten, aber auch Sachen aus dem Drogeriemarkt wie Medikamente oder Zahnpasta. Bitte noch ein Bagel mit Cream Cheese. Genau, in der Bodega wird auch frisch gekocht. Mitten im Laden befindet sich eine Miniküche. Von Pommes bis zu Burgern oder frischen Bagels gibt es hier alles, was man von einem US-Schnellimbiss erwartet. Äußerst praktisch, auch wenn man mal Bares braucht. Denn jede Bodega hat einen Geldautomaten. Das ist schon sehr praktisch. Man muss nie nach einer Bank suchen. Egal wo man ist, Bargeld kann man immer abheben. Bodegas gehören seit den 50er Jahren zum New Yorker Straßenbild, gegründet von hispanischen Einwanderern. Der Name bedeutet übersetzt Lager. Und trotz Lieferdiensten, sie haben überlebt. Bei uns gibt es das, was jeder braucht. Supermärkte machen um 8 zu, aber wir haben immer auf. Das ist sehr bequem und wichtig für unsere Nachbarschaft. Das nächste Ding will uns Ishita in Manhattan zeigen. Also geht es ab in die weltberühmte New Yorker Subway, eines der größten U-Bahn-Systeme der Welt. Eine Fahrt kostet $2,75. Egal wohin, egal wie lange. Doch auch für Einheimische kann die U-Bahn verwirrend sein. An großen Stationen wie etwa dem Times Square gibt es über 20 verschiedene Ein- und Ausgänge. Wohin also, wenn man hier ankommt? Dafür benutzt Ishita eine App, die ihr genau anzeigt, welcher U-Bahn-Ausgang sie am schnellsten zum Ziel führt. Die App sagt, ich soll Richtung Broadway und 40. Straße laufen und dann den Nordostausgang nehmen. 5 Minuten später ist Ishita wieder an der Oberfläche und kann sich in das hektische Straßenleben von Manhattan stürzen. Und sie hat ein ganz schönes Tempo drauf. So wie fast alle Fußgänger hier. Auf rote Ampeln achten New Yorker übrigens nicht. Jede Straßenüberquerung wird zum Tanz zwischen Fußgängern und Autofahrern. Die einzigen, die bei Rot stehen bleiben, sind Touristen. In jeder anderen Stadt wird man dafür bestraft. Aber in New York gehen die Polizisten selbst bei Rot über die Straße und halten niemanden davon ab. Bei Rot gehen ist hier kein Delikt, es ist Teil der Kultur. Ishita arbeitet in Manhattan für eine Werbeagentur. Doch wegen Corona ist sie seit letztem März im Homeoffice. Und das wird auf unbestimmte Zeit auch so bleiben. Neben ihren Kollegen vermisst die 26-Jährige vor allem eines, die Food Carts. Unser New Yorker Ding Nummer 4. Die Buden stehen an jeder Ecke, um die 1,5 Millionen Pendler zu versorgen, die täglich nach Manhattan strömen. Hier kann man für $5 üppig zu Mittag essen oder sich einen Kaffee für $1,50 holen. Für New Yorker Verhältnisse unglaublich billig. Dafür nimmt Ishita in Kauf, dass es nicht immer so gut schmeckt. Wenn man bereit ist, miesen Kaffee in Kauf zu nehmen, ist man wohl ein echter New Yorker. Es geht darum, dass es schnell geht und günstig ist, nicht darum, dass er besonders gut schmeckt. Es wird dunkel in New York City. Doch die Stadt ist eine wahre 24-Stunden-Metropole. Viele Bars und Restaurants sind rund um die Uhr geöffnet. Ishita hat sich mit ihren Freundinnen verabredet. Und die kommen, zu unserem Erstaunen, nicht mit dem Taxi, sondern per Fahrrad. Es ist kalt geworden. Zeit aufzuhören mit den Bikes. Oder Handschuhe anziehen. Die Räder gehören ihnen nicht selbst. Sie sind unser Ding Nummer 5, die City Bikes, Leihfahrräder. Denn New York ist in den letzten 5 Jahren zur Fahrradstadt geworden. Es gibt über 2000 Kilometer Radwege.
5-mal so viel wie in Amsterdam. Und weil es kaum Stellplätze für ein eigenes Rad gibt, boomen die Leihfahrräder, die man für 15 Dollar pro Monat unbeschränkt nutzen kann. Aber ist das nicht gefährlich bei dem Verkehr? Am Anfang war es schon beängstigend mit dem vielen Verkehr. Aber dank der Radwege ist es okay. Und während Corona fühlt es sich sicherer an, als die U-Bahn zu nehmen. Man merkt, wie viel mehr Leute jetzt die Räder nutzen als vorher. Unser Tag mit Ishita geht langsam dem Ende entgegen. Eine Frage haben wir noch. Während Sie und Ihre Freundinnen im 24-Stunden-Restaurant Pancakes mit Bacon genießen, hat Ishita denn nach 5 Jahren gelernt, New York wirklich zu mögen? Es ist ein Klischee, aber es stimmt wirklich. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, der wie New York ist. Es ist oft schwierig hier, aber das macht die vielen schönen Dinge, die es in dieser Stadt gibt, umso erfreulicher. Bleibt uns nur noch Danke zu sagen für die vielen Insider-Tipps. Und Ishita und ihren Freundinnen alles Gute zu wünschen in dieser aufregenden und einzigartigen Stadt.